Hallo und willkommen, ich bin's MK3 und wie ihr seht, nochmal ein bisschen was zu Warframe. Jawohl. Und ich logge gerade ein und gucke hier drauf und das ist eine Rokenzelle. Jetzt wird sagen, Rokenzelle? Wofür? Hast du schon genug davon? Eigentlich schon, wenn ich das Symbol mir gerade so angucke und den Namen nochmal lese, weil ich habe das als Rokenreaktor, als Rokenbeschleuniger oder sonst was vertan. Ne? Im nächsten Augenblick muss ich sagen, brauche ich doch nicht. Okay. Halt. Bevor wir jetzt hier von weggehen, sollten wir vielleicht noch kurz hier die Drohnen hier wieder abfischen. Bevor ich das immer wieder vergesse. Unser ist ein bisschen angeschlagen. Jupp. Oh, lassen wir sie erstmal ein bisschen rumliegen, damit sie sich repariert. Gut. Gut. Was haben wir noch getan? Wir haben getan, eigentlich gewartet haben wir eigentlich nur, darauf, dass die Banshee fertig wird. Hier. Banshee noch 33 Minuten. Ah ja gut, wir haben Mesa gebaut, ein bisschen. Ein paar Teile. Damit wir da mal vorwärts kommen. Es fehlt uns noch das Chassis. Immerhin. Ja, das sieht schon mal gar nicht schlecht aus. Gut. Das Wormios-Minispiel habe ich ja gezeigt, nicht wahr? Das ist ja, wer es verpasst hat, letzte Folge, wo es reinschreddern, weil das ist sehr unterhaltsam. Auch wenn man das eher als kurzweilig betrachten muss. Und ja, eine Sache muss ich natürlich nochmal testen hier, weil ich ja nicht sicher war, wie das jetzt hier funktioniert. Ich habe ja extra ein paar Punkte mal zusammengesammelt bei Red Veil. Und werde jetzt nicht unbedingt, bevor der Typ wieder anfängt zu reden, jetzt redet er trotzdem wieder, oder? Na egal, ich werde jetzt nicht unbedingt hier unten die tollen, teuren Sachen mehr holen, aber abgesehen davon gibt es jetzt bei jedem hier Fraktion, also bei jedem Syndikat, gibt es jetzt auch hier so Optiken, die man sich holen kann. In dem Falle, wie war das? Hier so eine Art Mini-Rucksack, der jedes Mal, wenn ich einen Stealth-Kill mache, also hinterrücks jemanden abmurkse, kommt so eine Feuersäule raus. Ich will ja nichts sagen, aber ist das nicht ein bisschen auffällig, wenn plötzlich hinter den Typen wie und abgemurkst wird und dann eine Feuersäule hinten erscheint? Aber gut, das macht das Ding halt. Gibt Schlimmeres in meinen Augen. Könnte man mit dem Mördermengen an Geld natürlich jetzt auch, also Ruf sozusagen, auch hier diese lustige Knarre holen. Die Racta Ballistica. Allerdings habe ich die Stats mir angeguckt und das Ding macht primär halt Impact-Schaden, ne? Das Symbol mit dem Hammer. Und dann muss ich sagen, nee, bin ich jetzt nicht so der Fan von. Ich könnte mir auch andere Sachen hier holen, aber wir wollen natürlich was anderes testen. Nämlich, wir wollen jetzt mal gucken, was passiert, wenn ich jetzt diese Keys mir hole. Und dann wissen wir nämlich ganz genau danach, was dabei aber aus diesen Packs überhaupt rauskommen kann. Fangen wir also an vorne. Das ist kein Pack übrigens, das ist ein Large Ammo Restoration Pack. Das wollen wir nicht anklicken. Hier das wollen wir anklicken. Und ich kann sagen, hey, das sieht gut aus. Den Moment, das ist was Falsches. Das nehmen wir. The Void Key Pack. Okay, und go. Ja, drei Random Void Keys und einer davon ist Rare. Gut. Davon abgesehen hat das Spiel bis jetzt immer noch nicht verraten, dass der Key 3 und Key 4, also der Tower Level, dass sie Rare sein sollen. Aber gut, lassen wir mal so stehen. Ja, bin ich. Wir haben ein Defense 4. Wir haben einmal Sabotage und einmal Defense 2. Okay, das heißt, bei uns ist es wirklich komplett random. Weil letztens dachte ich, ich würde jetzt wegen Extermination noch den Rare kriegen. Aber nein, es ist wirklich komplett random. Also komplett. Wow. Das hat schon fast gelohnt, dafür Punkte auszugeben. Zumindest habe ich jetzt ein paar Keys mehr. Ach komm, sei still. Ein paar Keys mehr und ein paar Credits weniger. Und jetzt bin ich 5000 Ruf wieder von der 15 Knarre weg. Beziehungsweise, so vernünftig ist die gar nicht. Es gibt da ein paar Leute auf dem Markt, die durchaus so eine Knarre haben wollen. Deswegen, da könnte ich vielleicht eine andere coole Knarre gegen eintauschen. Deswegen, so eine schlechte Idee ist es in der Regel dann doch wieder nicht. Gut. So, was haben wir sonst noch? Ich meine, so viel reden werde ich heute nicht, weil es ist nicht wirklich viel zu erzählen. Außer, dass ich... Ach so, ja, genau. Ich bin jetzt mit einem neuen Projekt unterwegs in Warframe. Und zwar versuche ich hier Schnellfeuerwaffen zu testen. Also jetzt nicht die Soma. Das ist natürlich eine Schnellfeuerwaffe. Das ist euch durchaus klar, ich weiß. Ich meinte da eher sowas wie die Viper zum Beispiel. Wobei ich sagen muss, rein von den Stats her ist die Waffe echt nicht schön. Ich meine, Impact-Schaden ist Maximum. Ich meine, sie hat eine 14,4 Rate of Fire. Das ist relativ fix. Hat aber nur, wo habe ich es nochmal gesehen, Magazin von 14. Das heißt, beim Worten, die 0,4 Geschwindigkeit macht das Magazin einfach nur vor Ablauf der ersten Sekunde leer. Ich weiß jetzt nicht.
Der Crit-Wert ist allerdings schön. Ich meine, ich habe jetzt was reingetan, damit ich mehr Crit habe, aber ich meine trotzdem, 15% startmäßig ist nicht verkehrt. Status ist natürlich völlig für die Füße. Deswegen, nur Crit. Also, ich habe bis jetzt bei den Gegnern, die ich jetzt kaputt beschießen wollte, okay, die haben ein höheres Level. Immerhin einen kompletten Clip verbraucht, damit überhaupt das Schild, beziehungsweise überhaupt anfangen, Lebenspunkte zu verlieren und noch ein paar andere Clips, damit die endlich tot waren. Deswegen, ja, ich muss das mal ein bisschen höher kriegen und vielleicht mal die Twin-Version holen. Nämlich eigentlich will ich ja nicht die Einhand-Pistölchen da testen, sondern eigentlich die hier. Sowas wie hier, Akavastor. Naja, aber hier, zum Beispiel Akazani, habe ich auch mal genommen mir. Die sind auch sehr cool, die Teile. Allerdings brauchen Oroken hier Kristalle dafür. Oroken? Nein, nicht Oroken. Wie heißen die Dinge nochmal? Argon. Argon-Kristalle, ganz genau. Argon-Kristalle, 2 Stück. Aber ansonsten sind die Dinger relativ cool. Relativ, sage ich mal. Wenn wir hier mal kurz auf die Stats gucken, weil das hat hier, wenn ich jetzt ausrüsten wollte, das heißt, man die Stats dann hinten lassen. Diese machen natürlich Puncture-Schaden, also ne, so Durchschlag-Dinger. Haben Status von 5%, haben aber noch Crit von 5%. Das heißt, man, die sind für... Ich würde gemein sein, aber ich bin auch gemein. Die sind für nichts da. Also jetzt zumindest nicht für Crit und auch nicht für Status. Haben dafür eine Feuerrate von 20, das heißt von 20 Schuss pro Sekunde und haben 100er Magazin. Ja, das ist schon besser, sag ich mal. Wobei, warte mal, wisst ihr was, wir können auf dem Bildschirm auch gerade bleiben, weil die anderen Waffen sind ja auch alle mehr oder weniger hier abgebildet. Dann habe ich noch die Afuris, wenn wir auch mal reinziehen wollen. Aber war auch nicht so erbaut davon, was ich gesehen habe, von den Stats her zumindest. Die sind zwar ein bisschen besser als Hidi, ne? Akazani hier oben, ne? Aber die deutlich mal... Oh, die haben auch ein 20er Feuer, aber die haben doch nur ein 70er Magazin. Hm. Haben dafür dann nur 1% Status und auch wieder 5% Crit. Das heißt, man sind noch bescheidener, in Anführungsstrichen. Und, was haben wir zuletzt noch? Ich meine, hier die schießen zwar relativ schnell, rein von den Stats her, aber man muss das alles klicken mit der Maus. Das heißt, man, ihr klickt da wirklich 1, 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 quasi, also hier immer um einen Schuss rauszujagen, immer ein Mausklick. Das ist ein bisschen doof. Ich wollte schon einfach gedrückt halten die Maus und sagen, ey, hier, mein Magazin ist leer. Deswegen sind das ja auch nicht mein Fall. Genauso wie hier. Die sind, nähen sich gleich, nur hier, die schießen super langsam. Dann haben wir natürlich noch aus dem Dojo auch, glaube ich, kann man die kriegen, AK-Stilettos. Und da sieht es auch wieder besser aus. Davon abgesehen von den Stats her, ich meine, die machen auch nur wieder Impact-Schaden, wo ich mir denke, so, was soll ich damit? Schon wieder Impact. Haben natürlich ein bisschen bessere Stats als die Knarren, die ich jetzt gerade habe. Und... Crit und Status ist jeweils 15%. Da kann man wieder sagen, okay. Okay, sage ich dazu. Haben, glaube ich, auch ein vernünftiges Magazin. Wobei, wo sehe ich sie nochmal? 28 Magazin. Wo ist das vernünftig? Okay, lassen wir mal so stehen. Immerhin habe ich 2 Sekunden, bis ich nachladen muss. Und dann 1,1 Sekunden zum Nachladen. Das geht noch. Bei 10er Feuerrate. Ne, ich habe sogar fast 3 Sekunden Zeit, das Ding leer zu schießen. Geht also halbwegs noch in meinen Augen. Und hat Status und Crit. Weil, ich meine mal im Ernst, wenn man so eine Schnellfeuerwaffe hat, wenn die nicht entweder Crit oder Status hat, also irgendwas muss die ja können. Ich meine, neben, dass das Magazin ständig leer ist. Hier, die wäre also so, ich sag mal so, auf Premium-Level schon mal gut dabei. Und, ja gut, die Zestra ist zwar auch eigentlich eine Gatling, aber das ist jetzt nicht so eine Gatling, wo ich sage, hier, friss das. Und die ist leer, sondern mehr so wie, jetzt fängt die erstmal an zu laufen und dann dackert die ein bisschen und dann ist die irgendwann auch leer. Die macht natürlich auch deutlich mehr Schaden, aber trotzdem, ich finde die... Also ich wollte halt richtig, was schnell schießt, deswegen ist die so ein bisschen raus, weil die schießt nicht richtig schnell. Also so schnell, wie ich es jetzt gehofft habe. Crit-Chance ist auch unterirdisch, deswegen ist es fast egal, bei dem Ding was zu critten zu wollen. Und 5% Status bei dem Ding ist jetzt auch nicht so bastialisch toll. Und das war es eigentlich schon bei den, Schnellfeuerknallen. Es sei denn, nimmt die Twin Gremlins, und dummerweise haben die keinen Stat richtig hoch. Ich meine, ich könnte jetzt hier nichts einbauen, wobei, das ist falsch. Ich könnte da was einbauen, um jeweils Slash, Puncture oder Impact zu erhöhen, aber ist ja alles 10. Warum sollte ich da jetzt gerade was reinschmeißen? Das macht überhaupt keinen Sinn. Weil wenn ich jetzt hier was reinschmeiße, wo ich sage jetzt 4, 1 und 9, da weiß ich, okay, die 9 zu erhöhen ist verhältnismäßig besser als die anderen zu erhöhen. Aber hier müsste ich theoretisch ja alles erhöhen, damit das überhaupt richtig einen Effekt hat. Oder natürlich, wie die Dinger, glaube ich, eher gedacht sind, weil die haben 10% immerhin ja auch Status und Crit. Müsste ich Status, also müsste ich Feuer und ähnliche Sachen mit rein editen, dann würde es vielleicht Sinn machen, eigentlich. Wobei die Twin Gremlins sind noch nicht eine Sache, die man normalerweise irgendwo mitkriegt. Die muss man hier auf Phobos für laufen und Bosse für töten, bis man endlich die scheiß Pläne mal kriegt. Ja, und dann kommen wir zu den Twin Gremlins. Ich habe jetzt die einzelne Gremlin nur, weil ich es... Gremlin. Twin Vipers natürlich. Ich wollte ja extra die Doppel...
die Einfach-Viper erst hochskillen, damit ich daraus die Doppel-Viper bauen kann. Aber ich habe ja schon deswegen Vorgeschmack. Im Endeffekt ist das gleiche in grün. Ja, ist ungefähr das gleiche in grün. Die Akkurenz geht runter. Wir haben doppelt so lange fast nachladen. Wir haben doppelt so groß Magazin, weil es jetzt zwei Pistolen. Und gut, die Feuerrate geht witzigerweise hoch. Das ist komischerweise nicht bei allen Waffen ungefähr so. Oder? Warte mal ganz kurz gucken. Weil ich habe jetzt die Viper einzeln an, deswegen ist es fast doppelt so schnell, die Feuerrate. Unser Magazin hält da komischerweise jetzt besser mit. Hey. Moment mal. Macht das Sinn? Ja, weil die Feuerrate nicht doppelt so hoch ist. Oh, jetzt macht's Sinn. Das heißt, bei uns zum ersten Mal kann man das Ding quasi, kann man eine Sekunde damit schießen, ohne dass man direkt nachladen muss. Man kann quasi eine Sekunde ein paar Zerquetschte schießen, bevor das Teil leer ist. Ja, okay. Fair enough. Nee, was ich gucken wollte, war jetzt gerade wegen der Afuris. Ist das immer? Ja gut, jetzt kann man natürlich vergleichen, was jetzt doppelt. Hier weiß ich genau, dass es war doppelt, weil es war nämlich 70. Also die Stats, es ist nicht immer doppelt so groß, sondern es wird immer so ein bisschen hin und her geschüffelt sozusagen. Manchmal ist das Magazin doppelt so groß, manchmal ist es auch nur drei, nee, die Magazine sind immer doppelt so groß. Aber manchmal ist die Nachladezeit meistens eine Ecke höher. Und so weiter und so weiter und so weiter. Deswegen, ich bin mich ja am Durchtesten. Ich habe bis jetzt noch nichts gefunden, wo ich jetzt sage, mein Gott, das ist ja besser als geschnitten Brot. Und eher so wie, ah ja, sie schießen jetzt schnell und ich habe ständig keine Munition. Ich meine, das ist jetzt wenig hilfreich, glaube ich. Nee, aber ich würde sagen, ach so, ja, genau, einer meinte ja noch wegen dem Treffen. Treffen. Lass mich kurz auf einen Kalender gucken, den ich nicht vor mir habe. Ja. Damit wir einfach mal so ein Treffen, einfach mal ein Zeitraum mal eruieren, ja. Einfach mal, damit wir sowas in den Raum werfen können. Ja, ein Datum. Ich würde, Problem ist bei Wochenende immer. Ich meine, ich auch selber zwischen, ich habe Samstag halt keine Zeit und Sonntag ist immer so eine Sache. Ja? Jetzt könnten wir sagen Freitag. Aber das ist dann auch immer so eine Geschichte. Weil manche arbeiten ja noch freitags relativ lang. Das ist dann auch wieder doof für die. Das ist dann irgendwie doof, irgendwie insgesamt. Aber man hat doch Wochenende. Ey, wisst ihr was, machen wir so. Machen wir so, halten wir mal fest. Nächste Woche... Ich habe das am besten nochmal unten auch mal in die Beschreibung nochmal rein. ich habe jetzt gerade kein Dings. Kein, echt nichts vor mir. Wenn ich das raustappe, stürzt das Spiel ab. Das heißt, bevorten. Wir machen das so. Ich habe jetzt gleich einen schwarzen Bildschirm vor mir hier. Und da werde ich einfach was reingeschrieben haben in Textform. Ja, Textform. Und nächste Woche Sonntag habe ich mir jetzt gedacht. Nächste Woche Sonntag machen wir so ab. Damit es nicht zu früh ist. Ich würde sagen so ab 15 Uhr. Nächste Woche ab 15 Uhr. Machen wir mal so einen dezenten Clan-Treffen, dann tigern wir ein bisschen rum, verteilen ein bisschen Loot und moschen uns durch Void. Vielleicht machen wir ein bisschen hier den Mortales-Typen, den Alat V und bringen einfach alle Bosse um, die uns gerade vor uns kommen. Das ist nochmal eine Riesenidee. Machen wir nochmal sowas, so viele wie wir zusammenkriegen und dann ziehen wir einfach mal los und hacken alles in die Wurst. Das ist eine gute Idee. Jot, dann wie gesagt, ich mache jetzt gleich hier einen schwarzen Bildschirm und dann steht da genau nochmal alles drin. Jetzt auch schon schön mit... So, was weiß ich. Jetzt haben wir schon den zweiten, ist ja schon, ne? Also dann heißt es dann so und so viele zweite. 2015 wird dann da stehen. Irgendwie sowas. Okay, sag ich mal an der Stelle schon mal tschüss. Und demnächst geht's halt hier weiter auf derselben Schiene. Am Donnerstag nehme ich mal stark an. Mit dem Frost. Ja, jetzt habe ich mich endlich alle Bauteile zusammen. Also jetzt nicht um den zu bauen, sondern aber ich habe jetzt ein paar Waffen für den haben wollen. Und die habe ich jetzt endlich gekriegt. Deswegen, jetzt geht's auch los. Gut, dann sage ich erstmal danke fürs Zusehen. Und bis dann. Tschüss.